Guten Morgen, wir treffen uns heute wieder auf der IFA 22 in München. Mein Name ist Nikolaus Neithardt und ich stehe hier mit dem Kollegen Herrn Hausner, der uns jetzt gerne etwas über Gründerhier erzählen möchte. Ja, hallo. Ich würde generell einfach mal anfangen, damit es in der Dachbegrünung so drei Begriffe gibt. Extensivbegrünung, Intensivbegrünung und Reduktionsdach. Die drei Begriffe schließen sich nicht untereinander aus, sondern die sind eigentlich miteinander in Symbiose. Extensivbegrünung bezieht sich aber nur auf den Substrataufbau, also wie hoch der Substrataufbau auf dem Dach ist. Der geht von 6 bis 12 Zentimetern. Eigentlich alles, was drüber geht, kann man schon als intensiv- oder medium-intensivbegrünung bezeichnen. Und dann Intensivbegrünung geht natürlich auch auf Tiefgaragenaufbau etc. bis 2 Meter hoch Substrataufbau, dass man auch Bäume pflanzen kann etc. Und Retentionsdach bezieht sich eher auf die Rückhaltung, also was unter der Substratschicht passiert. Da würde ich vielleicht mal anfangen, dass man ganz einfache Rückhaltesysteme hat, wie man das hier sieht. So eine Drainagebox, die ist ungefähr 2,5 bis 3 Zentimeter groß. Die kann man auch im Gefälle verlegen, hat aber für den Wasserrückhalt jetzt nicht so eine große Wirkung. Man hat eine geringe Zeitverzögerung, aber das Wasser fließt dann im Endeffekt doch durch das Substrat relativ schnell ab. Ich würde mal mit dem Aufbau unten anfangen. Wir haben eigentlich hier drunter liegend noch eine Abdichtung, dann kommt die Dämmung, dann haben wir oben ein Vlies drauf liegen, das ist der Rückhalteraum, also die Drainageschicht eigentlich, oben nochmal ein Vlies drauf und dann jeweils den Substrataufbau, wie gesagt extensiv 6 bis 12 cm, alles was drüber ist, kann man schon als semi-intensiv oder intensiv bezeichnen. Genau, und die werden eigentlich im Gefälle verlegt, bis 2%. Wenn wir dann dahingehend gehen auf ein Retentionsdach, was wir hier mal zeigen können, das ist schon ein erheblich größeres Rückhaltesystem. Die Boxen sind von 6 bis 15 cm hoch im Generellen und die werden auf Warmdächern, also 0 Grad Gefälledächern auch eingebaut, dass man auch einen längeren Wassereinstau als 24 Stunden generieren kann und sozusagen das Wasser auch wirklich den Pflanzen zur Verfügung gestellt wird. Die haben meistens Drosselsysteme und da hat man eine wirklich starke Zeitverzögerung und einen starken Rückhalt des Niederschlagswassers, was man dann quasi im Endeffekt gedrosselt ableiten kann und in verschiedene Elemente weiterleiten kann. Wenn man sich jetzt unter die Box das noch denkt, dann haben wir die Dämmung, darüber die Abdichtung. Das ist ganz wichtig, dass wir ein Warmdach haben, im 0-Grad-Gefälle verlegt, dass wir das Dach auch länger als 24 Stunden einstauen können und wirklich einen gleichmäßigen Einstau generieren können. Dann haben wir die Rückhaltebox, die von 6 bis 15 cm variieren kann. Obendrauf nochmal das Vlies und dann tendenziell kann man das extensiv begrünen ab 6 cm und alles, was dann drüber geht, hat man eine Intensivbegrünung. Das heißt, zusammengefasst ist die Bezeichnung intensiv-extensiv eher die Substratstärke, die ich damit bezeichne. Genau. Das hat nur Einfluss auf die Bepflanzung und eher einen untergeordneten Einfluss auf die Wasserwirtschaft. Genau. Und das, was dann darunter kommt, die Plastikbox, das bezeichnet dann, ob ich ein ganz normales Gründach habe oder ein Retentionsdach. Genau. Ich habe gehört, dass es auch blaugrüne Dächer gibt. Was genau ist damit zu verstehen? Blaugrüne Dächer sind eigentlich, wenn man quasi diese Retentionssysteme mit einem Unterschied, also mit einem stärkeren Substrataufbau kombiniert und dadurch unterschiedliche Vegetation auf dem Dach generieren kann, von Gräsern bis Bäumen. Man kann dann auch sogenannte Biodiversitätsdächer gestalten, die dann quasi Aufhügelungen haben, Totholz etc., um auch eine diverse Flora und Fauna anzusiedeln. Ein ganz interessanter Punkt ist auch, dass man diese Sachen dann mit Solaranlagen, also PV-Anlagen, kombinieren kann. Da hat man auch eine positive Rückkopplung sozusagen, dass durch die Verdunstungskühlung der Pflanzen die Anlagen natürlich, also die PV-Anlagen, auch einen besseren Wirkepunkt haben. Ah ja, und wenn ich jetzt ein Gründach baue, heißt das, dass dann gar kein Wasser mehr davon abfließt oder was passiert dann? Das ist eigentlich nicht der Fall. Also man kann einen Daueranstau auf dem Dach generieren, wenn man die Ablaufhöhe festlegt in dieser Retentionsdrossel, die sich quasi im Ablauf befindet des Daches. Aber man hat trotzdem eigentlich immer einen geringen Drosselablauf vom Dach. Also im Sommer vielleicht nicht, wenn das ganze Wasser genutzt wird für die Pflanzen, also für die Bewässerung sozusagen. Aber im Winterhalbjahr, wenn man quasi keine Vegetation generiert,
studiert hat, dann ist es natürlich so, dass man auf jeden Fall einen Drosselablauf hat. Vielleicht noch ein Punkt dazu, es gibt auch gesteuerte Retentionsdächer, dass man quasi das Wasser oder das Niederschlagswasser, was fällt, auf dem Dach eigentlich optimal ausnutzt. Okay. Und jetzt hier im Modell sieht man das ja auch, dass wir hier ein Retentionsdach haben und dann gibt es ein relativ schmales Fallrohr, was dann das restliche Drosselwasser noch in eine Muldenversickerung bringt zum Beispiel. Und gibt es andere Möglichkeiten, wo ich mit diesem Anschluss noch hingehen kann? Mit dem Fallrohr hat man dann eigentlich eine hohe Flexibilität, also wo man quasi den Drosselablauf anschließt. Man kann das oberirdisch machen, über eine Mulde oder auch über ein Tiefbeet. Man kann das Fallrohr aber natürlich auch an eine unterirdische Anlage anschließen. Dadurch, dass das Wasser ja über das Gründach schon gereinigt ist, also eher reines Niederschlagswasser ist, kann man das quasi auch unterirdisch über eine Regole versickern. Man kann das auch gedrosselt in Baumregulen, die man hier sieht, einleiten oder man kann es auch theoretisch in den Gewässer einleiten. Wenn man schlechte Versickerungsverhältnisse hat, kann man es auch noch in den Kanal gedrosselt einleiten. Ja, okay. Und bringt mir das Gründach irgendwas für meinen Überflutungsnachweis? Da ist es eigentlich ein sehr gutes Element. Also wenn wir jetzt von einem Retentionsdach springen, von einem Gründach, hat man natürlich eine Zeitverzögerung, wenn man jetzt das für Überflutungs- oder starke Niederschlagsereignisse sieht. Aber wenn das Substrat stark durchfeuchtet ist, hat man auch gleich den starken Abfluss. Bei einem Retentionsdach ist es wirklich, also man muss da überlegen, man hat 8 cm Rückhalt, die man generiert. Und wenn man jetzt so von einem 100-jährlichen Ereignis spricht, das hat so in der Regel 13 cm, also kann man schon über die Hälfte des Niederschlags da zurückhalten. Man kann die Drosselsysteme dann auch auf dieses Starkniederschlagsereignis auslegen und kann sozusagen das 100-jährliche Ereignis eigentlich gedrosselt auf dem Dach zurückhalten. Okay. Also wirklich ein sehr gutes Element, um da schon am Anfallen, also auf dem Dach anzufangen, das Wasser hochzuhalten. Da sprechen wir dann aber nicht mehr von solchen einfachen Drosselsystemen mit den flachen Boxen, sondern da sprechen wir dann tatsächlich von Retentionsdächern. Genau, bei den flachen Boxen, die werden ja oft auch oder meistens auf leichten Gefälledächern so bis 2% verlegt und die haben auch normale Dachabläufe, die halt quasi fünfjährlich 5 Minuten ableiten. Genau, also da sprechen wir wirklich nur von diesen Retentionssystemen. Okay. Und wenn ich das Wasser wirtschaftlich bemessen möchte, was habe ich da für Optionen? Da muss man eigentlich in eine Simulation gehen, also in eine Niederschlagsabflusssimulation, weil wir da von einem komplexen Rückhaltesystem rechnen und wenn wir dann oder sprechen, da geht es mit so einem einfachen Ansatz nichts mehr. Vielen Leuten ist eigentlich, glaube ich, auch bekannt, diese Abflussbeiwerte, die für Gründächer vergeben werden. Für solche Extensivbegrünungen wird generell eigentlich ein zu geringer Abflussbeiwert verwendet, als was diese Dächer eigentlich wirklich zurückhalten. Für die Intensivbegrünung kann man diese Beiwerte, die da angegeben sind, schon nutzen. Aber für die Bemessung würde ich auf jeden Fall auf eine Simulationssoftware hinzielen, weil man dann quasi den Einstau mit dem Drosselsystem quasi in Verbindung regulieren kann und simulieren kann. Okay, super. Ja, vielen Dank für die Infos und ich wünsche dir noch einen schönen Standtag heute. Gerne, danke.